Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Age of Empires 4. Wir waren in der zweiten Mission von der Kampagne der Humus stehen geblieben. Wir müssen anscheinend hier Teile kaufen. Ja, guck mal, die machen schon gar nichts mehr. Ich habe doch gesagt, hier hin. Oh, von da kommen neue. Das heißt, da muss auch noch ein Lager sein. Wir müssen hier mal nämlich Lager der Banditen finden. Die freuen sich nämlich nicht so über unser Lager hier. Wir haben 23. Achso, ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ja, dann geht doch mal hier hin. Bin gespannt, ob das reicht, weil normalerweise würde ich mal drauf tippen, dass wir sterben. Wir dürfen weniger Dorfbewohner mal nur brauchen. Achso, und du auch. Dahin. Achso, dadurch, dass wir hier ist voll. Nee, das passt ja. Hm. Gut, dann geht ihr noch mit Nei. Das ist jetzt wichtiger als der Turm. Ist hier ein Dorf oder ist hier noch eine Stadt? Normal eine Stadt, aber ich hätte ja... Die kleine Siedlung Pereslav begrüßte die Späher aus Moskau, sowie die Aussicht auf Handel. Ja, ich würde erstmal hier gerne in den Wald reingucken. Ich könnte mir vorstellen, da ist ein Banditenlager. Weil die kam ja hierher. Ah, hier wahrscheinlich rein. Geht mal hier rein. Bin gespannt. Okay, hier gehen ein paar durch. Interessante Handelsroute. Ach nee. Was soll denn das? Können die Pferde mal kurz... Ach so, die stehen da einfach nur, oder was? Ja gut. Merkwürdig. Aber okay. Oder ist hier noch ein... Oh, man weiß halt nie, wo die stehen. Das ist so ein bisschen das Problem. Guck mal hier hin. Und zwar mit Angriffsbefehl. Was wenn... Ach Gott, die Pferde können doch nicht mal ihre Geschwindigkeit aufnehmen. Bevölkerungskapazität erreicht. Gab es hier noch Angriffe? Ich glaube nicht. Zumindest keine Angriffe, die nicht abgewehrt werden konnten, oder? Huch. 1900 Gold wollen die. Wollt ihr mich verarschen? Ja, guck mal, hier. Na gut, die konnten abgewehrt werden. Anscheinend ziemlich gut. So, kannst mal bauen. Und ihr habt... Gibt's hier nichts oder... Geht mal hier hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nichts gibt. Irgendwo müssen die noch so ein Lager haben. Irgendwo. Betreiben sie Handelsrouten, schützen sie ihre Handelsrouten vor Banditen. Ja, mach ich doch. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Okay. Wie viel? 1900. Das ist viel. Willst du mich verarschen? Als hätten die nur abgewartet, dass wir kommen. Ja, geht einfach. Wir müssen hier unbedingt mehr kleinere Trupps positionieren. Was ist das? Also das sagt mir nur, dass die hier sind. Ich würde gerne mal... Ihr müsst ja hier auch mal gucken. Schaut mal hier rein. Zwei haben wir erst zerstört von allen Banditenlagern. Die kommen ja von hier. Das heißt, hier muss doch mal ein Banditen... Die haben auch schon mal hier angegriffen. Man sieht halt hier so wenig. Gibt es hier irgendwo eine Stelle, wo weniger Bäume sind? Ich sehe zumindest gerade keine. Auf der Karte wird mir auch noch nichts angezeigt. Ja, guck mal. Ja, weg da. Das ist jetzt blöd. So. Und ihr
Hier hin. Ich weiß nicht, ob hier noch einer ist. Aber das hier haben wir zumindest mal. Das ist gut. Das ist gut. So, wir haben hier weitere Dorfbewohner. Wir machen hier mal weitere von denen. Wir haben 16 Dorfbewohner, die nichts tun. Geht ihr mal hier hin? Nee, ihr könnt hier rein. So, pass auf, warte, was macht ihr dann? Ihr könnt hier zum Holz. So, das hat ja jetzt gereicht, hoffentlich, ja. Das heißt aber, irgendwo hier muss noch so ein Lager eigentlich sein. Hui. Die Türme sind ja nur so zum Schutz ein bisschen. Wir können das hier mal einsammeln. Sehr schön. 100 Gold. Und von hier werden wir jetzt nicht mehr gestört, denke ich mal. So, wir gehen hier noch durch. Weil ich erwarte hier auch noch Banditen. Das ist die 1. Wir nehmen mal das mit. Was war hier? Ein Wolf, oder wie? Ah, aha, das haben die immer noch nicht behoben, den Truhenbug. Kann man mal kurz... Hier hin? Mal gucken, irgendwo hier muss das Lager sein. Und wenn wir die zwei Sachen haben, dann haben wir die Mission, glaube ich, geschafft. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Na gut, wenn das hier ist. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch eine Route. Kann auch bedeuten, dass hier einfach nochmal ein Handelsposten ist. Aber Stern, ja doch, das bedeutet Stadt. Aber ich denke trotzdem, dass hier dann der Handel, also der Banditen-Outpost ist. Da hinten müssen wir ja auch noch einen haben. So. Indem Dmitris Mannen Wladimir fanden, eröffneten sie dem Großfürsten eine weitere Einnahmequelle. Natürlich. Geh mal hier Richtung. Wir können mal kurz heilen. Auch wenn das wahrscheinlich gleich bedeutet, dass wir gleich keine Heilung zur Verfügung haben. Ja, komm. Warum können wir da nicht rein? Bei welchen Bäumen können wir rein? Das habe ich noch nicht erkannt. Okay, hier können wir rein. Oder? Irgendwie ja. Nicht? Okay. Das ist zum Teufel. Dann gehen wir hier mal lang. Hier wahrscheinlich die Bäume, oder? Weil die so durchsichtig aussehen. Ich hab keine Ahnung. Die Mongolen wollen in Kürze Geld. Ich auch. Ah, wir können aber gleich abschließen. Passt auf, wir geben den Mongolen erstmal 1900, weil wir noch sehr nett sind. Das und das. Damit haben wir 4 Siedlungen. Haben wahrscheinlich die ganze Mission, Moskau oder? Moskau annektierte die Ländereien um Suzdal und erweiterte seine Macht. Moskaus Macht über die Region war nun gesichert. Ja. Die Jungs von Klin erkannten Dmitri nun als ihren Großfürsten an. Moskaus Macht über die Region war nun gesichert. Und damit haben wir wahrscheinlich die ganze Mission geschafft, oder? Und nicht die Banditenlager zerstört. Ja, das war das Ende. Huch, anstrengend. Die Mission. Da sich nun die umliegenden Fürstentümer unter Dmitris Herrschaft befanden, stand Moskau an der Spitze der Rus. Die Zeit war gekommen, das Joch der Mongolen abzuwerfen. Also ab in eine große Schlacht wahrscheinlich. Ach ja. Wurde aber auch wirklich Zeit. Also das war eine lange Mission. Und die war nicht besonders spannend, weil das Einzige, was halt problematisch war, waren die Banditen. Na gut, es geht weiter. In welchem Jahr? Das ist die Frage. Wir machen weiter in... Hallo? Spiel? Irgendwie läuft es heute nicht so. Ah, guck mal. 5 Jahre später. Kulikovo.
Mit der Unterstützung seiner Verbündeten verfolgte Fürst Dimitri ein tollkühnes Ziel, die Horde auf dem Schlachtfeld zu schlagen. Okay. Unter Großfürst Dimitri war Moskau reich geworden und hatte sich mit seinen alten Widersachern verbündet. Derart vereint waren die Rus bereit, der Vorherrschaft der Mongolen zu trotzen. Also stellten sie ihre Tributzahlungen ein. Am Ufer des Flusses Don stellte sich Dimitri der Aufgabe, die Horde als erster Anführer der Rus in der Schlacht zu bezwingen. Ich hoffe einfach mal, das klappt auch. Fürst Dimitri und seine Verbündeten bereiten sich auf eine historische Herausforderung vor. Die Rus schlossen zur mongolischen Armee auf. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Mal gucken, mit wie viel Einheiten wir in die Schlacht ziehen. Wir haben ja jetzt ein paar Verbündete. Ich denke, wir haben auch im Laufe der 5 Jahre noch weitere Dörfer gekauft. Wir haben sie ja einfach nur gekauft. Bin ich mal gespannt. Das könnte eine schnelle Mission werden. Einfach mit einer Schlacht, so wie ähnlich bei den Franzosen in der ersten Mission. Oder etwas Längeres, wir werden sehen. Nach der Ankunft in Kulikovo würden sich Fürst Dmitri und seine Truppen mit den verbündeten Kräften aller Fürstentümer, die Moskau treu waren, zusammenschließen. Gemeinsam würden sie der seit über einem Jahrhundert andauernden mongolischen Herrschaft die Stirn bieten. Die Schwertkämpfer sind vor ziemlich der Schlacht cool. Rekrutierte Dmitri Soldaten aus den umliegenden Dörfern. Er suchte auch seine Verbündeten auf, die auf ihre Schlachtbefehle warteten. Hallo, wollt ihr mitmachen? Bringen Sie Dimitrus. Ah ja. So einfach geht das. Na gut, weiter geht's. Nächstes Dorf. Don. Den Fluss kenne ich gar nicht. Heißt er noch so oder ist daraus dann die Donau geworden? Ich weiß nicht, welche Flüsse da fließen, darum hat schon gereicht, in Deutschland die Flüsse zu kennen. So Erdkunde, so Dinge auswendig lernen, das war nie meins. Fand ich auch nie cool. Jetzt nach da unten. Die Dörfer versprachen, möglichst viele Soldaten bereitzustellen und stärkten so Dmitris Position gegen die Horde. Jagen sie Wildtiere. Ja, aber die bringen mir doch im Kampf jetzt nichts. Warum sollte ich? Macht schon die KI ganz gut, denke ich. Wir gehen erstmal hier runter. Wo ist die Schlacht? Wahrscheinlich hier irgendwo. Ein cooles Schlachtfeld. Finde ich so vom Optischen. So einer Brücke. Oder ist hier noch irgendwo eine? Vielleicht, ja hier wahrscheinlich noch, weil hier 2 Straßen lang laufen. Ich denke, die Dörfer können kaputt gehen, wenn ja. Was ist denn hier eigentlich für ein Verbündeter? Also, oh, Entschuldigung. Wo sind wir da lang gekommen? Ist die Frage ein bisschen. Naja, wir holen uns jetzt erstmal unsere Verbündeten. Und dann ab in die Schlacht, oder? Oder müssen wir uns noch vorbereiten? Oh, hier, oh, eine, oh. Sehr schön. Hallöchen. Oh. Grüß Gott, die Herren. Ja, anscheinend gehen wir hier rüber. Dimitri gab seinen Verbündeten ihre Schlachtbefehle. Sie würden bei den Furten der Smolka Stellung beziehen und sich auf die Ankunft des Feindes vorbereiten. Nun, da er ein treues Heer versammelt hatte, begann Dimitri mit dem Marsch nach Norden, um seinem Feind in der Schlacht zu begegnen. Ja. Oh. Bringen Sie die Truppen. Macht der, was macht, wo geht denn die KI hin? Ich würde einfach in die Mitte, oder? Würde ich jetzt sagen. Ganz einfach, alles zentral. Wir haben noch eine Heilung. Ich denke, da geht's um den. Ich denke, da geht's um die KI. Bringen Sie Ihre Truppen in der zentralen Furt. Ah, in der zentralen Instellung. Das heißt hier. Und hier bringt dann der. Was? Furt? Okay, Furt, er steht überall dasselbe. Gut. Ich bin sehr gespannt. Ah ja, genau, hier ist sogar mein Einflusskreis. Und so, solche Missionen mag ich tatsächlich auch so, wenn die jetzt wirklich nur daraus besteht. Ist einfach eine kleine Mission, die aber einen wichtigen geschichtlichen Hintergrund hat. Darum alles cool.
Muss nicht immer die mega lange Mission wie gerade eben sein. So. Ich bin dort. Okay, jetzt warten wir nur auf die noch. Ah, jetzt wird erstmal gespeichert, okay. Aber für mehr ist diese Karte, glaube ich, auch nicht ausgelegt. Dimitri würde die Schlacht mit seinem eigenen Trupp treuer Kämpfer überwachen und immer dort zu Hilfe eilen, wo eine Furt gestürmt zu werden drohte. Ja. Mongolen dürfen den Don nicht queren. Okay. Als die mongolischen Kriegstrommeln aus dem Nebel über das Schlachtfeld schallten, wappneten sich Dimitri und seine Männer für die Ankunft der Horde. Welle 1 von 10. Oh, okay. Doch ein bisschen was. Ja, aber das sollte ich vielleicht nicht. So. Ich guck mal so ein bisschen auf den hier. Und haue jetzt die Heilung raus. Oh shit, die machen hier überall ja Stress. Im Gedanken an Kulikubo. Kriegen wir dann neue Einheiten auch immer? So, ihr macht hier alles gut. Ihr auch. Ihr erster kleiner Sieg bestärkte die Russ-Soldaten. Und sie warteten standhaft am Ufer der Smolka auf den nächsten Angriff des Feindes. Warum kommen die aber auch in Wellen, frage ich mich. Na guck mal, wenn wir stehen, kriegen wir Heilung anscheinend. Unterstützen sie ihre Verbündeten. Ich denke, die produziert hier immer neu nach, gell, wenn irgendwas schief geht. Dafür wurden erreicht. Zivilisten aus der Provinz, selbst nicht in der Lage zu kämpfen, versprachen Dimitri Verteidigungsanlagen zu errichten, zu denen er sich im Falle des Falles von den nördlichen Furten zurückziehen konnte. Okay, gut zu wissen. Oh, die werden auch gut besetzt. Schön. Oh Gott. So, voller Kanne rein. Die Bewohner hatten die Errichtung der Verteidigungsanlagen abgeschlossen, zu denen sich Dimitri bei einem Verlust der Furten zurückziehen konnte. So, was machen die? Das sind Armbrustschützen, finde ich interessant. Wie viel sind wir eigentlich? 89. Ich denke, der Pfeil zeigt mir immer an, wo ich hin muss, gell? Bei wem die Probleme am meisten da sind. Denke ich mal. Deswegen begebe ich mich immer in die Mitte am besten und warte dann ab. So. Das passt. Da drüben auch. Haben die überhaupt schon jemanden verloren? Ich weiß es nicht. Und hier können wir auch zurück. Schön. Und hier haben wir Verstärkung. Nice, nice. Die Mission, es sieht aus, als macht sie Spaß. Welle 3, wahrscheinlich hier oben. Ich gehe mal ein bisschen hier schon lang. Jetzt hoffentlich nicht wieder da unten. Aber wie war... Ja, gut. Gut, gut, gut. Und dann könnte ich mir vor... Ja, gut, wir gehen immer in die Mitte. Das passt dann schon. Ja, wir können hier hin. Genau, weil bis die hier kommen. Ich weiß halt echt nicht, warum die ihre Einheiten aufteilen. So, ab in den Kampf. Und der macht hier alles. Die Reichweite von der Heilung ist auch ziemlich groß, fällt mir mal so auf. Und hält ziemlich lang. Die hält ja immer noch. Also ein starker Held auf jeden Fall. Diese Fähigkeit mit dem Adler, die in den Trailer so beworben ist, ist mir aber mal aufgefallen, kam jetzt wirklich nur in der mongolischen Kampagne zum Einsatz und naja, nicht wirklich groß, einmal kurz. Gab andere Fähigkeiten, die da ausschlaggebender fast schon waren. Dimitri und seine Rus-Verbündeten hielten die Furten und rieben die mongolische Vorhut auf. Ja. Während sich der Feind nach dem ersten Scharmützel neu formierte, befahl der Fürst den Rus, sich zu den Verteidigungsanlagen auf dem Hügel hinter ihnen zurückzuziehen. Warum?
Hätten sie den zentralen Hügel Verstärkung angetroffen. Als sie sich zurückzogen, stellten die nahegelegenen Provinzen der Rus zusätzliche Truppen an Dmitris Seite. Okay, nice. Nice, nice, nice. Kann man immer gebrauchen. Wir haben eine gute Heilfähigkeit auch. Wenn die von hier allen Seiten kommen, wahrscheinlich zuerst von hier, haben wir ein bisschen Feuer. Was passiert da drüben? Welle 4, das ist nicht gut. Okay, die decken aber auch jeweils einen Bereich. Die das und die das. Und wir müssen wahrscheinlich hier. Oh Gott. Ab geht's. Alter, das sieht aus. Oh, bitte kämpft da vorne. Nein, das ist der Falsche. Aber gut, passt. Wir haben zwar welche verloren, aber es hält sich im Maße. Oh, die Fernkämpfe von denen. Ja, habe ich ganz vergessen. So. So kann man mal ganz kurz hier helfen. Und hier auch. Ja, es wird. Läuft. Was? Noch mehr? Es formiert sich eine Kavalleriedivision. Bei seinen Vorbereitungen gegen die Horde hatte Dmitri eine Kavalleriedivision beordert, einen Überfall auf die Mongolen durchzuführen. Na, was? Er erhielt Nachricht, dass seine Verstärkungen eingetroffen waren und wartete auf den richtigen Moment, um sie ins Gefecht zu schicken. Die brauche ich nicht. Verzweifelt beorderte Dmitri seine Kavallerie in die Schlacht, obgleich sie noch nicht ihre volle Kraft erreicht hatte. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Geben Sie bei Bedarf der Kavallerie ein Zeichen, ja. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Liebes Spiel. Ich hoffe, die Chance kriegen wir nochmal. Weil das hätte mal, also das kam ja noch gar nicht so. So. Ey, kämpft mal auf eurer Seite, Leute. Ihr müsst nicht bei mir mitkämpfen. Wir haben noch eine Heilfähigkeit hier darum. Uiuiui. Macht hier mal mit. Das, aua. Ja, die machen damit. Perfekt. Uiuiui. Ich hoffe, ich krieg nochmal die Möglichkeit für so eine Kavalleriedivision. Na doch, Bewohner richten. Angesichts der herannahenden Horde machten sich die Dorfbewohner der Rus auf, weitere Verteidigungsanlagen zu errichten. Diesmal am Ufer des Flusses Don. So, ich hoffe, jetzt muss ich hier verteidigen. Die Heere trafen im dichten Nebel aufeinander, doch Dmitris Männer blieben standhaft. Ja, noch haben wir ja ein paar. Wow, das füllt aber ziemlich schnell auf. Wo haben die errichtet? Hier, okay. Jo, jetzt müssen wir hier verteidigen, das heißt alleine. Aber das ist ganz gut. Wir gehen hier erst zum Angriff, wenn der Turm angreift. Aber das passt. Ja, jetzt wäre natürlich die 40er Kavallerie-Armee ganz gut. Bin ich ehrlich. Aber okay. Okay, und zack. So. Wie lange dauert das immer zum Aufladen? 75 Sekunden wahrscheinlich. Und so lange dauert es immer bis zum nächsten Angriff. So, ja, das geht jetzt schlecht für euch aus. So, weiter geht's. Hier ist auch eng. Aber
hört. Wo haben die jetzt die Nahkämpfer wieder her? Die waren doch tot. Wird anscheinend aufgefüllt. Ach Gott, kommt da noch einer? Nee, das war's. Mal gucken, was jetzt passiert nach der sechsten Welle. Ziehen wir uns wieder zurück? Fragezeichen. Boah, wie schnell wir hier heilen. Nein, wir gehen hier. Shit, aber wir müssen hier eigentlich ein paar lassen. Das ist jetzt schlecht. Weil hier kommen ja auch Leute. Ganz schlecht. Oder kommen hier keine? So. Das geht jetzt schlecht aus. Können wir mal kurz zurück hier? Das tut weh. Oh, da, aua, 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 aua. So, jetzt so. Das tut weh. Hilfe! Nein, geht hier drauf. So. Zum Glück machen die Türme auch was. Uiuiui, ohne die wäre man, glaube ich, jetzt ganz schön im Arsch gewesen. Die Aufteilung war nicht das cleverste, was wir hätten machen können. Uiuiui. Ja, jetzt hätte ich die 40 echt gut gebraucht. Die Rus-Armee kämpfte erbittert und das mongolische Heer schrumpfte. Um seine Position noch weiter zu stärken, befahl Dmitri seinen Truppen, sich zu den neuen Verteidigungsanlagen am Fluss Don zurückzuziehen. Ja gut, mach mal. Kriegen wir auch noch ein paar Verstärkungen? Oh ja. Als die Rus-Armee sich zurückzog, traf neue Verstärkung ein, um sich dem Kampf anzuschließen. Wie wär's auch nochmal mit so einem Ding, wo ich jetzt weiß, wie das funktioniert? Ich möchte die Mission jetzt eigentlich ungern deswegen verlieren, aber wir haben halt auch keine Verbündeten mehr. Welle 8. Kommen nur die oder kommen da noch mehr? Ich könnte mir vorstellen, die kommen jetzt immer von dort. Ah ne, da kommen die von allen Seiten natürlich. Ah, oh. Ah, ja, guck mal. Wird doch vielleicht noch was. Komm, wir machen die Mission einfach jetzt noch in dem Part. Dafür, dass der letzte so geleckt hat. Als Entschädigung. Ja, jetzt, zack. Ah, stimmt. Das ist jetzt dumm gelaufen für die. Weil die haben auch einige durch die Türme verloren. Und kommen jetzt natürlich hier. So. Ziehen wir uns kurz zurück. Zack. Dann kommen wir von hinten. Von hinten mag ich's. Das sage ich jetzt nicht. Das Ding hier hatte noch Niveau bis gerade eben. Mit
Mit dem Don im Rücken stellten sich die Russoldaten in einem letzten Gefecht dem grausamen Feind. Ja, Welle 8 von 10 Hammer. Dann kommt noch 9 von 10 und dann 10 von 10. Ich glaube, wir kriegen nicht noch mehr Kavallerie. War schon lucky, dass wir es so weit geschafft haben. Hier ist auch wahrscheinlich nochmal. Ah, ne, hier ist kein Turm. Heißt das dann hier? Ich weiß gar nicht, von wo das dann ist. Wahrscheinlich, weil es immer von den Seiten kam. So. Sobald der Turm schießt, können wir eigentlich los. Ja, kurz noch, kurz noch, kurz noch, jetzt. So, viel Spaß. Ich hoffe, die da drüben schaffen es gegen einen. Also ihr dürftet auch gern was machen, wenn ihr wollt. Die machen einfach gar nichts. Zum Glück haben wir erhält unsere Heilung so lang. Das ist wirklich krass. So. Einfach von hinten wieder. Und wahrscheinlich jetzt von hier. In den letzten Zügen eines verzweifelten Kampfes mussten die Rus dem Feind die Stirn bieten. Es war eine Frage von Sieg oder Tod. Tod für die Gegner. Also wenn es jetzt nicht nochmal komplett heftig wird. Aber ich bin... Ich denke, wir haben gute Karten. Warum machst du... Okay, jetzt wird was geheilt. Bleib einfach stehen und heil dich. Gut, wir sind voll. Von wo ist jetzt die Frage? Wird mir eine Richtung angezeigt. Von geradeaus nochmal. Ja, okay. Ich würde die gern trennen irgendwie. Oh Gott. Vielleicht will ich die doch gar nicht trennen. Wir lassen die ein Stück nah rankommen, dass alle kämpfen. Jetzt so. Und alle heilen müssen. Richtig gut. Ich bin guter Dinge hier. Das da drüben machen die hoffentlich irgendwie. Wir kümmern uns um hier. Okay, der Turm macht hier auch noch mit. Was für ein Gemetzel. Ich höre mich selber fast gar nicht mehr, so laut ist das. So, aber hier sind wir durchgebrochen. Mit 30 Verlusten, das ist okay. Würde ich tatsächlich sagen. Könnt ihr da drüben noch was machen, vielleicht? So. Ja, damit haben wir eine richtig coole Mission fertig gemacht. Also mir gefiel sie auf jeden Fall von der Art her. Manche finden natürlich den Aufbauaspekt ganz cool, aber vor allem in so historischen Nachstellungen finde ich die Kämpfe besonders interessant. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte ihrer Unterdrückung konnten die Armeen der Rus die Mongolen im Feld besiegen. 3 Tage und 3 Nächte lang begrub Fürst Dmitri die Gefallenen auf den Feldern von Kulikovo. Er erhielt für seinen Sieg am Don den Beinamen Donskoi. Ja, die Endsequenz war jetzt ein bisschen lame, aber ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Das ist wahrscheinlich stark. Ich wüsste jetzt gern bei den Mongolen, wie es weiterging, ob die sich zurückgezogen haben oder... Wie oder was? Schwert und Säbel, interessant. So, ja, dann beim nächsten Mal geht's wo weiter? Da schauen wir noch ganz schnell nach. Wenn's lädt. Da geht's weiter, 2 Jahre später schon, die Horde. Okay, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!